meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Lidl Haul. Ich möchte nicht lange drum rumreden. Wir waren eben einkaufen. Es ist Freitagabend und schon ziemlich spät. Ich glaube, ja, 20.39 Uhr. Deswegen habe ich auch nicht mehr das perfekte Licht, aber ich wollte den Haul auf jeden Fall abdrehen. Ich hoffe, dass ihr einigermaßen alles erkennen könnt. Also, als erstes starte ich mit ziemlich ungesunden Dingen, weil mir das einfach jetzt hier in die Hand kommt. Hähnchengerüst aus der Tiefkühlabteilung. Meine Jungs mochten das letztes Mal richtig gern. Ich habe es, glaube ich, vorgestern gebraten oder gestern. Genau, gestern habe ich es gebraten und sie lieben das. Ja, klar, es ist so eine Art Fertiggericht und bestimmt auch nicht das Gesündeste, aber es schmeckt lecker. Deswegen habe ich es einmal wieder mitgenommen. Milch habe ich diesmal nur zwei oder vier Packungen müsste ich mitgenommen haben. Ich trinke ja keine Kuhmilch mehr. Ihr wisst, ich bin auf Pflanzenmilch umgestiegen. Aber mein Sohn, der ist ja noch klein, der, was heißt klein, 14 ist er, der braucht noch ein bisschen Milch. Ich denke, fürs Wachstum darf das auf alle Fälle mit. Dann, davon hat Miley schon eins abbekommen. Das sind Kauwürstchen mit Geflügel. Die waren, glaube ich, im Sonderangebot, wenn ich mich recht erinnere, für 99 Cent. Wie viel sind denn da drin jetzt? Lass mal gucken. Nee, Orlando heißt das, aber 2, 3, 6, 8 Stück sind da, glaube ich, drin. Ne? Und ja, Miley hat gleich einen in ihr Versteck gebracht. Die nimmt ja immer diese Leckerli, die so ähnlich wie ein Knochen aussehen. Und dann versteckt sie das unterm Sessel, hinterm Sessel oder keine Ahnung, wo sie da immer mit hingeht. Und dann findet sie das nach Monaten wieder. Dann schmeiße ich es meistens weg. Also Miley ist kein Hund, der so scharf auf Leckerli ist, aber verstecken tut sie unheimlich gerne. Gut, einmal diese Brötchen zum Aufbacken, die sind von Gerätschafter, der Eigenmarke von Lidl, nehmen wir manchmal mit. Ich bin nicht immer ganz begeistert von diesen Brötchen. Ihr wisst, ich bin auch auf Eiweiß umgestiegen, aber manchmal, mein Sohn isst das immer noch ganz gerne morgens zum Frühstück, obwohl ich ja auch schon immer sage, komm, ess mal lieber ein Schwarzbrot, aber ja, er isst da auch nur so ein kleines Stück von. Und in die Schule bekommt er dann meistens auch ein etwas dunkleres Brot, also nicht ganz so schlimm. Dann haben wir einmal wieder diesen Stinkekäse Tilsiter. Ihr wisst, ich liebe ihn, er kommt immer wieder in meinen Einkaufskorb. Dann Geflügelwurst von Dulano, der Eigenmarke, Geflügelfleischwurst. Ich finde, das ist die beste billige Geflügelfleischwurst, die es so in den ganzen Discountern gibt. Also ich mag weder die von Aldi, noch mag ich die von Penny oder sonst wo. Also es muss immer die von Lidl sein. Ist auch so ein So gewöhnt man sich dran. Ne? Also was man immer isst, das mag man, finde ich, auch immer am liebsten. Da kann man die Zunge aber auch ganz gut umgewöhnen. Goldesser Frischkäse. Ich esse doch im Moment als einzigste hier im Haus. Kein anderer außer mir. Tilsiter kennt ihr auch. Esse ich und ich nicht, aber wir kaufen es immer wieder. Die Kinder essen es ganz gern und mein Mann vor allem. Einen anderen Käse isst er nicht. Milbona, Jos, griechischer Joghurt kaufe ich auch jede Woche ein oder zwei. Diesmal habe ich nur einen gekauft, weil wir nicht mehr ganz so viele Personen sind gerade. Hier kommt mir noch eine Milch entgegen, 3,5% Milbona. Noch eine, das ist jetzt schon die dritte. Und Nummer 4, also da hinten ist auch noch eine. Habe ich doch wieder 5 Stück gekauft. So viel wollte ich eigentlich nicht kaufen. Naja. Macht der Gewohnheit. Monterey hat mein Sohn, mit dem ich eben einkaufen war, in den Einkaufskorb geschmissen. Und jetzt kommen die ganzen Joghurts. Almigurt, Heidelbeer. Noch ein Almigurt, Heidelbeer. Ein Milbona Fruchtjoghurt, Nuss. Habe ich eingepackt, ein bisschen günstiger. Und noch ein Fruchtjoghurt mit Kirsche. Den habe ich auch eingepackt. Mein Sohn ist da eher etwas teurer. Mag, die waren nicht im Angebot, wenn ich Glück habe. Sind die ja eigentlich regelmäßig mal, aber heute nicht. Fruchtjoghurt, Erdbeer, noch einmal mit Heidelbeer, Almigurt und der letzte Joghurt, Erdbeer wieder von Milbona. So, jetzt haben wir die Joghurt auch ab. Ich muss hier immer ein bisschen Platz schaffen, sonst kann ich nicht alles in Ruhe zeigen. Nur die Hälfte fällt schon fast runter. Einmal Buttermilbona. Ich nehme immer diese Markenbutter, die günstigste. Brauche ich eigentlich gar nicht so oft. Wir schmieren das nicht aufs Brot. Also so eine Familie sind wir nicht. Mein Mann mag das zwar sehr gerne, aber das macht natürlich auch dick. Der hat ja jetzt schon sein älteres Bäuchlein zusammengetragen und da muss er schon auf seine Linie achten. Und er macht eigentlich auch keine Butter aufs Brot. Wir benutzen es zum Kochen, ne? Weil mein Mann, wie gesagt, das kennt ihr, wenn ihr mir lange folgt, nur gebratenes Fleisch und ähnliches mit Butter angebraten haben möchte. Noch einmal Tilsiter, wieder für meinen Mann und für das ein oder andere Kindelein. Dann habe ich zweimal den Blütenhonig
von der Eigenmarke von Lidl. Ich kann das jetzt gerade nicht lesen. Ich habe meine Brille auch nicht da. Davon habe ich 2 Stück gekauft, weil wir in letzter Zeit ja sehr viel Tee trinken. Und mein Sohn war krank. Der trinkt immer noch Zitronentee und da geht da eine Menge weg. Ne? Also ich würde mal sagen, so 4 Tage. Länger hält das Ding bei uns nicht. Dann Freeway Cola. Einmal Wasser. Saskia, stilles Wasser. Hatte letztes Mal schon erzählt bei meinem Lidl-Haul, glaube ich, dass ich das Wasser immer benutze für meine Pülverchen, die ich morgens trinke. Also Gerstengraspulver, Hagebuttenpulver und ähnlichem. Ich bin aber so ein bisschen skeptisch mit dem Wasser, welches aus dem Wasserhahn kommt, weil ich immer nicht genau weiß, wie sind die Rohre, durch das das vielleicht durchgelaufen ist zu mir hierher. Bin immer ein bisschen skeptisch. Ich kaufe mir lieber immer eine. Das reicht aber nicht die ganze Woche. Also ich bräuchte eigentlich 2. Ich habe jetzt nur eine mitgenommen. Nudeln, auch von der Eigenmarke. 10 frische Eier. Ich habe jetzt hier noch gleich irgendwo ein Sonderangebot von den Eiern. Muss ich mal schauen. Die Kids haben noch einmal Pfefferminztee mitgenommen. Mein Sohn ist erkältet und trinkt das schon sehr gerne. Hat er sogar eingepackt. Zwiebeln. Und die Jungs haben auch, oder die Kids, Bonbons eingepackt. Das sind Milchknacker. Ich mag die ja auch gerne, ne? Also mit Karamellfüllung und ähnlichem. Also kannst du mich ja auch mitkriegen, aber die esse ich nicht. Also Bonbons ist nicht so mein Ding. Nutella, immer einmal in der Woche nehme ich einen mit für meinen Sohn. Das schmiert er sich gerne aufs Brot. Manchmal hält es auch 2 Wochen. Also ich habe noch genug da eigentlich im Moment. Orlando Gourmet Huhn, Erbsen und Karotten. Mai liebt, die frisst in letzter Zeit ganz gut, diese ganzen Dinger, aber ich mische ihr trotzdem meistens noch von unserem Essen dazu. Ein Schmand nur, ich habe noch welchen im Kühlschrank. Von W5 den Geschirrspülreiniger. Öl ist alle bei mir, das habe ich da gegriffen. Sonnenblumenöl, genau das sollte es auch sein. Noch einmal Goldessa Frischkäse. So, jetzt kriege ich schon wieder Probleme hier. Dann einen Eisbergsalat. Ich habe mir echt vorgenommen, mehr Salate zu machen. Wirklich, ich habe es mir vorgenommen, aber ja, was man sich nicht immer alles vornimmt. Ne? Und ich habe einmal dieses Olivenöl mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viel hat das gekostet. 3,49 oder 2,49, irgendwie so. Ich möchte das immer mit meinem... Ja, mit meinen Pülverchen zusammen trinken. Ihr wisst ja, ich trinke die goldene Milch, beziehungsweise nicht als Milch, sondern so als Wässerchen. Ich komme jetzt auf dieses... nicht Carbonat. Ach, wie heißt denn das noch mit der goldenen Milch hier? Ich komme nicht drauf. Also dafür brauche ich jedenfalls immer ein bisschen Fett, sagt man, dass es dann besser aufgenommen wird. Und ja, der Tag ist lang. Es ist schon spät abends, wie gesagt, und war wieder eine Menge los heute. Deswegen habe ich Olivenöl geholt. Ich wollte eigentlich Leinöl kaufen, habe ich aber nicht gefunden bei Lidl. Da muss ich irgendwo nochmal woanders schauen. Aber erstmal, dann kann ich das immer mit dem Pülverchen zusammen trinken, damit es besser aufgenommen wird. Dann haben wir noch diese Grafschafter Pfunzschnitten, dieses bisschen dunklere Brot. Ist nicht so beliebt bei uns, ich mag es auch nicht so gerne, aber ich habe gern ein bisschen Feinbrot im Haus. Und im Angebot war XXL Actimel. Wenn das im Angebot ist, kaufe ich es auch. Mein Sohn trinkt das gern, der Kleine. Und auch meine kleine Enkelin. Und insofern nehme ich die mit, wenn sie im Angebot sind. Sonst sind sie mir auch zu teuer. Freeway Cola noch einmal. Mehr habe ich auch nicht. Dafür habe ich hier noch einmal eine Vollmilch. 5 Stück habe ich gekauft. So viel wollte ich gar nicht kaufen. Naja, Tomaten, die haben wir schon aufgemacht, weil ich eben Essen gekocht habe. Und da mussten 2 Tomaten rein. Die sind jetzt richtig groß und glaube ich 1,99. Ich meine, die wären auch im Angebot gewesen. Ein Eiweißbrot, obwohl ich noch genug im Eisschrank habe. Neo-Kekse nehme ich meistens auch mit, wenn die Kids mal Lust drauf haben. Genauso diese Nussschokolade, ganze Nuss Finclair. Und King Size Neo essen wir auch immer ganz gerne. Übrigens auch, also die schmecken so lecker, auch die Karamellversion davon. Aber ich esse nicht mehr. Ich kann mich jetzt inzwischen gut zurückhalten. In der Weihnachtszeit war das ja deutlich anders. Kinderriegel. Ja, es ist viel Schokolade, aber ihr müsst bedenken, wir sind auch viele Leute und es kommen auch eigentlich, wenn meine Kinder kommen, die Großen auch, wenn die mal zu Besuch kommen und meine Schwiegertöchter und ähnliches, die gehen auch an die Schokolade und da muss immer ein Vorrat drin sein und das hält meistens auch 2 Wochen sicherlich. Finnkehr, ganze Nuss, Toffifee und Nuts. Das ist so ein bisschen so ein Fake-Toffifee, ist mir noch nie aufgefallen, dass es davon auch ein Fake
Fake-Version gibt. Ich habe gedacht, die müssen wir unbedingt ausprobieren. Mein Sohn wollte nämlich, vor ein paar Tagen hat er extra Toffifee bei mir bestellt, als ich einkaufen gegangen bin. Hat gesagt, Mama, bringst mir das bitte mit. Ich habe so Lust drauf. Habe ich natürlich gemacht. Jetzt werde ich ihm die mal vorsetzen. Mal sehen, was er dazu sagt. Weiße Schokolade, Fincare. Einmal Mikrowellen-Popcorn. War ich nicht. Hat jemand in mein Ding getan. Noch einmal Mikrowellen-Popcorn mit Peanut. Nee, das sind Rainbow Dragees. Das war jetzt kein Popcorn. Und zwar, ja, diese bunten Dinger. Die esse ich auch ganz gern. Also ich mag das, aber auch da werde ich mich zurückhalten. Orlando Gourmet noch einmal mit Rind. Zweimal diese Fertigsoßen für Spaghetti, wenn man mal keine Zeit hat oder wenn man mal irgendwie merkt, dass die Spaghetti-Soße nicht ganz so lecker geworden ist, dann haue ich da gern mal sowas rein, um den Geschmack zu verstärken. Einmal mit Bolognese, wenn ich das nehme ich tatsächlich aber nur, wenn ich keine Möglichkeit habe, Essen zu kochen, dass sie dann das mal drüber machen kann. Ist wirklich äußerst selten, aber kommt vor. Und das ist mit Basilikum. Und dann haben wir das ganze Futter von Miley hier. Einmal wieder mit Rind, einmal Huhn und Erbsen, Karotten, einmal für ältere Hunde, das mag sie besonders gern, hatte ich auch schon öfters erzählt, und nochmal mit Rind und Leber und noch einmal diese ältere Herrenversion. Champignons, die waren im Angebot, 99 Cent. Ich habe vor, damit ein Experiment zu machen und dafür brauche ich die. Aber ich habe die Hauptzutat heute bei Rewe leider nicht gefunden, das heißt, ich muss nochmal in den Asialaden dort. Das ist das bestimmt, wofür ich diese Champignons auch bräuchte. Muffins im 6er-Pack, daher ein wenig günstiger als im 4er-Pack. Wie viel weiß ich aber nicht. XXL Muffins mit Schokodrops, die sind beliebt bei uns und die kaufe ich, wenn sie frisch sind. Wenn die alt sind, schmecken die überhaupt nicht. Dann kannst du eigentlich gleich wegschmeißen. Und ich hatte in letzter Zeit echt immer Pech, da waren die ziemlich nicht so frisch. Außerdem Kakaokekse. Ich erinnere mich nicht, dass ich die gekauft habe. Und ich glaube auch nicht, die in der Kasse gesehen zu haben. Entweder hat einer meiner Söhne die gekauft bei, keine Ahnung, Sonde, ist das die Aldi-Marke? Ich weiß es nicht. Und ich glaube auch nicht, dass ich die gekauft habe. Ich teile sie mal mit in die Kamera. Liegt hier, ja, hat auch irgendjemand gekauft. Entweder in den Einkaufskorb getan, wenn das bei Lidl zu verkaufen ist, oder die kommen woanders her. Zitronen habe ich gekauft. Irgendwie sind die hier in einen Joghurt rein. Irgendwas ist hier wohl kaputt gegangen. Naja, 4 Zitronen brauchen wir immer. Mache ich eigentlich in alles rein. Manchmal mache ich es in Essen rein, in eine Suppe rein. Manchmal, wenn ich Salat mache, mache ich es rein. Oder die Kinder in Tee jetzt. Oder wenn sie krank sind, dann lutschen sie auch gern mal so aus. Also, die brauchen wir immer. Im Haus. Weißbrot. Ungesund, ich weiß. Aber gut, das muss dann halt auch jeder selber entscheiden, ne, wie er sich ernährt. Also Weißbrot habe ich immer im Haus, essen die Kinder einfach gerne und dann dürfen sie das auch. Also bin da jetzt nicht so streng. Dann diese Paprika, die waren im Angebot, 99 Cent meine ich. Und jetzt kommen wir zu den Eiern, die ebenfalls günstig waren, aber ich weiß den Preis nicht mehr. War das 1,99? Keine Ahnung, wie viel sind da jetzt drin. Das sind aus frische Eier aus der Bodenhaltung und zwar steht nicht drauf, wie viel da drin sind. Ich kann es nicht lesen. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18 Stück sind da drin. Und dann Orange Sole Vita nehmen die Kinder oder mein Sohn gern mit zur Schule. Dieses 3er-Pack Paprika. Und eine für 3,49 oder 3,99 Mandarinen. Die haben bisher immer gut geschmeckt. Ich hoffe, dass sie es diesmal auch tun. Weil manchmal hat man ja Mandarinen, die kannst du einfach nur wegschmeißen. Ne? So, und dann, ich bin noch nicht fertig, ich komme sofort wieder zu euch. Ich muss noch eben noch alles mitnehmen, was ich hier noch so habe. Das sind 2 Porre-Stangen, davon möchte ich gerne Porre-Suppe machen, habe ich mal wieder richtig Lust. Eine Salatgurke für den Salat, wie gesagt, den ich machen wollte. Müllbeutel, 50 Stück. Ach, noch einmal Weißbrot. Und diese Gemüsezwiebeln isst mein Mann sehr gerne zum gebratenen Fleisch, lieber als Zwiebeln. Ein Liter Butter und dann haben wir es geschafft. Ausgegeben habe ich, glaube ich, ganz genau 100,99 €. 99 Cent hatte ich nämlich nicht mehr, das heißt, ich musste 3,50er klein machen und insofern erinnere ich mich da noch ganz genau dran. Ja, mein Lieben, das war es wieder mal mit meinem Lidl-Haul. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen Spaß gehabt. Diese Hauls sind sehr beliebt. Das ist ein
ein Video immer, was am meisten eigentlich Klicks bekommt. Und trotzdem ist ja ziemlich immer das Gleiche ist jede Woche, ist es wohl sehr beliebt. Also drehe ich diese Videos auch sehr gerne für euch. Jetzt muss ich mich aber ranmachen, den ganzen Kram da reinzumachen. Ich werde vorher noch eine Story drehen für Instagram und mich auf meinem YouTube-Vlog noch einmal melden. Schaut dort gern auch immer mal vorbei. Ich lade eigentlich jeden Tag ein Video hoch. Jetzt würde ich mich aber ganz gern von euch verabschieden. Wünsche euch einen schönen guten Abend, eine schöne gute Nacht oder einen schönen guten Morgen, wann immer ihr mir zugeschaut habt. Macht's gut und bis bald. Tschüss.